Das Schottern geht weiter. Ich bin ja jetzt so weit, dass ich die Weiche fertig habe und nur noch hier den letzten Rest von Gleis 2 machen muss. Wobei der letzte Rest, naja, 60-70 cm mindestens hat. Aber davon lasse ich mich gar nicht erst jetzt beeindrucken, sondern fange einfach mal an. Gut, das wäre jetzt für innen geworfen und da habe ich mir auch schon wieder ein ganz schönes Stück abgebissen. Da kommt jetzt gleich der Außenschotterwurf hinterher.
So, das scheint mir jetzt ganz akzeptabel zu sein. Jetzt muss ich nur auf dieser Seite aufwerfen. Und ja. Und damit kann aufgetröpfelt werden. Von innen dürfte es das gewesen sein. Jetzt haue ich von außen nochmal ordentlich nach. Gut. Soweit, so gut. Und jetzt gehe ich zur Abwechslung mal hin und mache etwas in Sachen Sand hier am Ladegleis. Trage noch eine weitere Schicht drauf, versuche das bündig zu kriegen mit dem Pinsel.
Theoretisch sollte das genau wie Schienenkopfhöhe gehen. Praktisch lasse ich es natürlich etwas unter der Höhe des Schienenkopfes. Schließlich will ich die Gleise hier auch noch wieder sauber machen können mit dem Schienenradierer. Und das kann jetzt auch schon geträufelt werden. Ja, man merkt, dass es nur eine dünne Schicht ist. Es wird schnell durchfeuchtet. Und jetzt werfe ich hier hinten auf und versuche eine relativ scharfe Kante hinzukriegen. Guter Fortschritt für dieses Mal. Okay.